Die Hauptausgabe der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Gemeinsam für das Klima. Tausende Schülerinnen und Schüler gehen in Schweizer Städten auf die Straße. Am Freitag, dem 14. Dezember 2018, vor genau 606 Tagen, verließen zum ersten Mal junge Menschen in Zürich das Schulzimmer, um für eine lebenswerte Zukunft einzustehen. Zahllose andere im ganzen Land sind ihrem Beispiel seither gefolgt. Längst ist dies nicht mehr eine Bewegung von SchülerInnen. Mit uns auf der Straße sind unsere Eltern und Großeltern, andere Gruppen wie Collective Climate Justice, Collective Break Free und Extinction Rebellion. Und doch scheint es, als haben viele den Ernst der Lage noch immer nicht wahrgenommen. Wir möchten deshalb heute etwas ganz deutlich sagen. Die Klimakrise ist schlimmer, als die meisten denken. Die globale Erwärmung funktioniert nicht wie eine Treppe, auf der mit jeder Stufe, die wir hinaufgehen, die Konsequenzen steigen, wir aber an jeder Stelle stehen bleiben können, wenn wir wollen. Im globalen Klimasystem gibt es sogenannte Kipppunkte, wie etwa das frühe Tauen der Permafrostböden in Sibirien, das rapide Schrumpfen der Eisschilde in Grönland und der Arktis oder die massive Rodung des Amazonas-Regenwalds. Wird ein gewisser Punkt überschritten, kollabieren diese Systeme unwiderruflich. Ist zum Beispiel der Permafrost einmal aufgetaut, lässt sich das nicht mehr rückgängig machen und die Unmengen an dort gespeicherten Treibhausgasen gelangen aus dem Boden in die Atmosphäre. Diese Emissionen werden wiederum einen weiteren Kipppunkt auslösen, was wieder zu neuen Emissionen führt, die einen neuen Kipppunkt auslösen. In kürzester Zeit entsteht so eine unaufhaltsame Spirale, in der die Temperaturen so stark steigen, dass die Erde für die Menschheit und beinahe alle anderen Lebewesen unbewohnbar wird. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens wird völlig unerreichbar, die Konsequenzen unvorstellbar und die Situation unkontrollierbar. Es geht bei der Klimakrise also nicht nur um schmelzende Gletscher und heiße Sommertage. Es geht um so viel mehr. Die Klimakrise hat bereits Millionen von Menschen, insbesondere im globalen Süden, alles, vielen sogar das Leben genommen. Doch wenn sie außer Kontrolle gerät, dann bedroht sie die Stabilität unserer Gesellschaft und die Lebensgrundlage aller Menschen und zahlreicher anderer Lebewesen auf diesem Planeten. Mit diesen beängstigenden Fakten im Kopf hat die Klimabewegung die letzten Jahre alle Alarmglocken geläutet und bei allen Instanzen dieses Systems verzweifelt um Hilfe gerufen und Veränderungen gefordert. Heute müssen wir feststellen, wir wurden im Stich gelassen. In der Politik wurden wir von rechts beschimpft und belächelt, von den linken Parteien benutzt und belogen. In der Wirtschaft hat man die Kohle grün gefärbt, sie aber dennoch verbrannt. Man hat sich ökologisch eingepackt und im Innern doch alles beim Alten belassen. Die Verantwortlichen hängen all ihren Worten zum Trotz noch immer an ihrem Märchen vom ewigen Wachstum, an ihrem Geld und ihrer Macht. Sie interessieren sich nicht für unsere Zukunft. Die bittere Wahrheit ist, dieses System hat versagt, uns eine Antwort auf die Klimakrise zu liefern. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Gesellschaft neu gestalten, sodass eine ökologische und soziale Zukunft möglich wird. Nach einer Pause von Streiks und Demonstrationen gehen wir im September dafür wieder auf die Straße. Am 4. September finden dezentral in der ganzen Schweiz Klimastreiks und Klimademos statt. Doch wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Demonstrationen reichen offensichtlich nicht mehr aus. Wir sehen uns darum gezwungen, einen Schritt weiter zu gehen und diesen Herbst zu einem altbewährten Mittel zu greifen. Gewaltfreier, massenhafter ziviler Ungehorsam ist und war schon immer ein entscheidender Teil einer selbstbestimmten Gesellschaft. Dieser hat in der Vergangenheit große Veränderungen herbeigeführt. Vom 20. bis zum 25. September 2020 treffen wir uns in Bern zum Rise Up for Change. Mit unseren Aktionen des friedlichen zivilen Ungehorsams werden wir uns den Mächtigen unserer Gesellschaft in der institutionellen Politik, am Finanzplatz und in der Wirtschaft entgegenstellen. Seit Jahrzehnten berauben uns diese unserem Grundrecht auf Zukunft. Aber dieses ist nicht verhandelbar. Wir greifen deshalb nun zu Mitteln, mit denen man uns ernst nehmen muss. Wir stehen ein für Netto Null bis spätestens 2030 und Klimagerechtigkeit, weil es notwendig ist. Wir können eine Antwort auf diese Krise finden, die Unrecht beseitigt und nicht Neues erschafft. Wir können diese Krise lösen und dabei eine Welt schaffen, die besser ist als die heutige. Eine Welt, in der Gemeinschaften gestärkt werden, in der wir im Einklang mit der Natur leben und in der Menschen glücklich sein können. Eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Vielleicht findet ihr das utopisch.
Vielleicht denkt ihr, es ist alles aussichtslos. Aber Hoffnungslosigkeit ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Die Wissenschaft sagt klar, wir sind die letzte Generation, die eine Katastrophe noch verhindern kann. Doch wir sind auch die erste, die eine bessere Welt erleben kann. Deshalb rufen wir heute alle, auch dich, dazu auf, sich uns anzuschließen. Denn wir haben nichts mehr zu verlieren, um alles zu gewinnen.